Soll ich meine Immobilie eigentlich vermieten oder verkaufen? Gerade bei Einfamilienhäusern ist das eine sehr relevante Frage und die klären wir heute. In der Rolle des Einkaufes, Immobilieneinkaufes, habe ich natürlich persönlich immer wieder mit Eigentümern zu tun. Und wenn man sich überlegt, dass ein Eigentümer 30, 20 Jahre in einer Immobilie wohnt, gegebenenfalls die Immobilie aufgibt, weil er sich eine angenehmere Wohnform zulegt oder sie nicht mehr braucht, kommt dann sehr häufig die Frage, wir überlegen noch, ob wir die Immobilie verkaufen oder vermieten. Und das ist auch gar nicht so irrelevant, das Thema, dass man sich hier mal genau die Frage stellt, welche Pflichten habe ich denn eigentlich als Eigentümer? So, wir gehen kurz in den Gesetzestext, Paragraph 535 BGB. Da steht drin, durch den Mietvertrag wird der Vermieter verpflichtet, dem Mieter den Gebrauch der Mietsache während der Mietzeit zu gewähren. So, was bedeutet das genau? Ich muss als Vermieter die Immobilie quasi übergeben und den Mietgegenstand gewähren lassen. Also das ist der vertragliche Zustand. Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen. Das bedeutet, wenn in der Immobilie irgendwas kaputt geht, Heizung, wenn ich eine Küche mitvermiete, die Küchengeräte oder das Fenster, die Haustür, dann muss ich als Vermieter dafür sorgen, dass die Immobilie wieder im vertragsgemäßen Zustand gehalten wird. Weiterführend steht hier auch, und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu halten. Und das ist schon relativ schwierig, weil gerade so die ganzen BGH-Urteile, die auch in der Vergangenheit jetzt immer wieder gekippt wurden zur Schönheitsreparaturklauseln, haben viele Mietverträge dann doch geöffnet, dass der Vermieter hier nachsorgen muss und nachpflegen muss. Also man hat zwar im Mietvertrag eine Schönheitsreparaturklausel, wo geregelt wird, der Mieter muss in regelmäßigen Abständen seine Immobilie renovieren, aber diese Abstände waren damals halt immer sehr starr und fixiert gesetzt und da hat der Gesetzgeber irgendwann gesagt, diese starre Regelung kann man ja gar nicht auf jeden anwenden, das muss nach Art der Abnutzung quasi ins Verhältnis gebracht werden. So, wenn dann so eine Schönheitsreparaturklausel gar nicht mehr wirksam ist, dann muss ich als Vermieter dafür sorgen, dass der vertragsgemäße Zustand gehalten wird. Also im schlimmsten Fall kann der Vermieter anrufen und sagen, lieber Vermieter, kommen Sie mal vorbei, meine Küche muss gestrichen werden, weil ich muss die ja nicht streichen, sondern Sie. Gut, der Fall wird relativ selten eintreten, aber wir haben hier eine ganz andere Grundlage. Bei einer Immobilie, die schon mehrere Jahre alt ist, und wir nehmen jetzt mal das Einfamilienhaus, wo quasi alle technischen Anlagen auch von dem Eigentümer betreut werden, muss ich dafür sorgen als Eigentümer, dass die Immobilie in dem vertragsgemäßen Zustand übergabefähig ist. Manchmal ist die Vermietfähigkeit ja auch schon fragwürdig. Wenn ich quasi in einem alten Haus 70er-Jahre-Bäder habe, alles alt ist und eigentlich auch sanierungsbedürftig wäre, dann kann ich nicht einfach vermieten. Im schlimmsten Fall habe ich natürlich auch ein Mieterklientel, was ich auch nicht wirklich haben möchte. Aber wenn dann mal was kaputt geht, dann muss ich für jegliche Reparatur aufkommen. Die Heizung geht kaputt, Fenster gehen kaputt, vielleicht wird das Dach mal undicht oder irgendwelche anderen Themen. Also ich gehe als Vermieter hier sehr, sehr viele Verpflichtungen ein. Und damit kommen wir auch schon zu der Beantwortung der Frage, soll ich meine Immobilie verkaufen oder vermieten? Damit kann ich sagen, es kommt darauf an, in welchem Zustand Ihre Immobilie ist. Also wenn die jetzt noch in einem relativ vermietbaren Zustand ist, also neuwertig oder auch in einem guten gebrauchten Zustand, dann kann man die natürlich vermieten. Man sollte sich nur die Frage stellen, ob man das wirklich möchte, weil man ja auch das Risiko, gerade bei Einfamilienhäusern, auf einen Mieter legt. Der kümmert sich meistens auch nicht um das Grundstück, so wie man es selber tun würde. Also ist auch die Vermietung immer mit Risiken versehen, die man vorher letztendlich auch schwer einsehen kann. Wenn die Immobilie aber in einem älteren Zustand ist, dass man hier renovieren oder sanieren müsste, dann wäre meine Empfehlung auf jeden Fall verkaufen. Das solltet ihr als Makler und Maklerin natürlich auch wissen. Die Frage, die kommt immer wieder, die sollte man auch immer wieder beantworten können. Und dieses Video ist natürlich nicht nur für Makler da, sondern auch für Eigentümer. Also wenn ihr euch als Eigentümer die Frage stellt, dann will ich die hiermit einmal klar beantwortet haben. Und solltest du deine Immobilie vermieten und möchtest gegebenenfalls wissen, wie du die Miete erhöhst, dann kannst du das hier in den weiterführenden Videos auch erfahren. Bis bald.